Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Mami-Blog. Dank der Inflation geht ja vielen von uns langsam aber sicher das Geld aus. Am Ende des Geldes bleibt also sprichwörtlich gesehen immer mehr Monat übrig und das Sparen wird sowieso immer schwieriger. Deshalb dachte ich, sammle ich in diesem Video hier einmal moderne und sinnvolle Spartricks, die uns helfen, das Geld im Alltag so ein bisschen besser zusammenzuhalten und Ideen, mit denen wir über einen längeren Zeitraum mit kleinen Beträgen nebenbei viel Geld zusammensparen können. So, und um jetzt transparent zu bleiben und nach dem Fauxpas im letzten Video, sage ich für dieses Video mal wieder vorneweg, ich nenne einige gute Apps, Webseiten und zeige auch Marken. Das ist dann aber alles hier unbeauftragte und unbezahlte Werbung von für euch einfach kostenlosen Angeboten, die für mich einfach viel mehr Wert bieten. Wir haben also ganz beispielhaft mal die Vorteile der Go2Go-App für euch abgefilmt, weil die klasse ist. Also gerade für die Leute, die stadtnah wohnen, finde ich sie einfach so toll. Also man lädt die App einfach kostenlos auf sein Handy, gibt seinen Wohnort an und mittlerweile machen hier so viele Lebensmittelbranchen mit, bei denen ihr am Ende des Tages oder dann eben am Ende der Schicht die Lebensmittel, die nicht verkauft wurden und die noch gut sind, aber sonst in der Tonne landen würden, für ein Vielfaches weniger abholen könnt. Also nur mal beispielhaft, hier habe ich jetzt für 3 Euro das hier alles mittags aus einer Kantine abgeholt. Aber von Obstläden über Bäckereien bis hin zu Restaurants kann man hier so viel Geld sparen, dass ich solche Apps in diesem Video hier einfach mal empfehlen und zeigen werde. Und Dinge übrigens, das will ich hier auch nochmal sagen, die ich aus dem Mami-Blog Shop empfehle, das sind für mich sowieso immer reine persönliche Empfehlungen, weil sonst wären sie gar nicht im Mami-Blog Shop. Und all die Dinge im Shop sind in fast jedem Fall einfach nur gute Ideen, die wir zwar jetzt professionalisiert haben, die aber von euch selbst auch umgesetzt werden können. Ich glaube, das haben wir mit dem Shop wirklich super hinbekommen, denn manche machen eben lieber selber, andere kaufen lieber ein fertiges Produkt, jedem was seine. Also Kommentare auf jeden Fall, wie sie unter meinem letzten Video standen, will ich so auch nicht weiter von euch lesen müssen. Allerdings sind sie natürlich auch ein gutes und konstruktives Feedback für mich, also bloß nicht zurückhalten, so ist es nicht gemeint. Ich muss das jetzt nur einmal ganz kurz nochmal loswerden. Und jetzt geht's los mit dem für euch hoffentlich wertvollen Video. Ich zumindest empfinde es so. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen und beim Geldsparen. Aktuell werden gerade Spar-Challenges gehypt und ich finde nicht ganz zu Unrecht, denn manche sind in unserem Familienalltag wirklich gut machbar. Deshalb mal die bekannteste vorab, wo ich dazu sagen muss, dass ich persönlich die gar nicht so sonderlich feiere, aber ihr vielleicht, weil sie ist sicher nicht umsonst gerade so beliebt. Also das ist die Umschlagmethode. Und zwar werden hier Fixkosten und Sparbetrag vorher vom Gehalt abgezogen und der Rest aufgeteilt in die Ausgaben, die man persönlich hat. Also bei den meisten von uns sind das zum Beispiel der Supermarkt fürs Essen, Drogerieartikel wie Shampoo, Duschgel, Windeln, Feuchttücher und Co. Dann Shoppingartikel wie Dinge zum Haushalten, Kleidung oder Luxusartikel, auf die man eben mal Lust hat. Und dann ein Umschlag für Freizeit. Wie Essen gehen, fällt dann da rein, den Freizeitpark malen, Kinobesuch und so weiter. Also das Geld steckt man jetzt aufgeteilt in Umschläge für eine Woche, hält sich daran, dass man nicht weiter mit der Karte bezahlt oder was bestellt und nur noch in den Läden nebenan einkauft. Und wenn der jeweilige Umschlag dann leer ist, dann kann man die Kategorie eben nicht mehr bedienen. Also ich finde, theoretisch hört sich das ganz gut an, aber ich weiß nicht, ob ich damit hinkommen würde. Also wenn meine Freizeit- oder Shoppinggeld alle ist, okay. Aber wenn mein Supermarktgeld alle ist, das geht für mich so irgendwie nicht ganz auf. Zumindest ist das aber eine Idee, finde ich, sein Geld übersichtlich zusammenzuhalten. Also ich finde, man kann vielleicht nach und nach die Beträge auch anpassen, wenn man die Methode so ein bisschen eingeübt hat. Spar-Challenges, die ich aber irgendwie noch cooler finde, weil sie im Familienalltag meiner Meinung nach noch besser umsetzbar sind, ist zum Beispiel die Pfandflaschen-Challenge, die 52-Wochen-Spar-Challenge oder der 5-Euro-Trick. Also bei der 52-Wochen-Challenge kommt jede Woche ein um 1 Euro höherer Geldbetrag in die Spardose, der sich dann um jede weitere Woche erhöht. Also in der ersten Woche ist es dann ein einziger Euro, in der zweiten 2, in der dritten 3, in der vierten 4 und so weiter. Jede Woche kommt also ein weiterer Euro zum Gesamtbetrag dazu. In der letzten Woche wirft man dann 52 Euro in die Spardose. Na klar, spart man dann vor allem in den letzten Wochen dann einen großen Teil, aber da ist man dann auch schon irgendwie mehr dran gewöhnt und will sein Ziel auch schaffen, ist also motivierter. Und mit der Aussicht auf den Endbetrag, der dann zusammenkommt, das sind nämlich 1378 Euro, finde ich das eine mega coole Idee, weil davon kann man zum Beispiel schon einen schönen Familienurlaub stemmen, zumindest in Deutschland.
oder im Umland. Wer jetzt denkt, in Deutschland macht man doch keinen Urlaub, also wir machen das und zwar echt gerne. Also Deutschland hat so schöne und günstige Ecken, vor allem mit Kindern, finde ich. Wir sind zum Beispiel total gerne im Sauerland und das zu Preisen, bei denen man denkt, dass das eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Aber auch Nachbarländer zum Beispiel wie Holland oder Österreich stehen ganz oben auf meiner Urlaubsliste, weil sie extrem kinderfreundlich, naturnah und einfach wunderschön sind. Groupon.de ist eine Webseite, die man hier ganz kurz mal empfehlen kann, finde ich. Hier gibt es also so Resturlaubsplätze vom romantischen Campen bis hin zu Luxusurlauben, die einfach da stark reduziert sind und die man spontan buchen kann. Diese 52-Wochen-Challenge, die wird übrigens nicht im Januar begonnen, sondern ihr könnt direkt heute damit loslegen, wenn ihr jetzt motiviert seid. Wer mag, kann immer noch so einen Notizzettel anbringen, der zeigt, in welcher Woche man sich befindet. Das finde ich auch noch ganz praktisch. Die Pfandflaschen-Spar-Challenge finde ich zum Beispiel auch total toll. Also hier wird jedes Mal das Geld gesammelt, das man mit dem Wegbringen von Pfandflaschen einlöst. Also jedes Mal, wenn das der Fall ist, wird dieses Geld nicht auf den neuen Einkauf eingelöst, sondern man lässt ihn sich bar auszahlen und das wandert dann in die Sparpfandflasche zum Beispiel. Das haben wir jetzt so gemacht. Oder einfach in die Spardose. Weil das halt Geld ist, das man im Grunde ja schon ausgegeben hat, tut das überhaupt nicht weh. So, und der 5-Euro-Trick, der funktioniert ähnlich. Also immer, wenn man einen 5-Euro-Schein in die Finger bekommt, wandert der in die Spardose. Auch hier finde ich, dass 5 Euro jetzt nie so wirklich wehtun. Es sammelt sich aber in kurzer Zeit ganz unbemerkt und nebenbei einiges an. So, und dann gibt es Dinge, die man wirklich ohne Verlust von Mehrwert von seiner Ausgabeliste löschen kann. Also die reiße ich hier einmal im Schnelldurchlauf an. Bücher und Zeitschriften, Hörbücher, ja sogar Gesellschaftsspiele, Tonys oder Tiptoys. Das alles gibt es in örtlichen Büchereien kostenlos und ein Büchereibesuch ist dazu auch noch eine tolle Beschäftigung, einfach mit den Kindern Zeit zu verbringen, finde ich. Eigentlich muss man diese Dinge überhaupt nicht kaufen, denn einmal gelesen, durchgespielt oder gehört, interessiert es die meisten Kinder dann sowieso nicht mehr. Und wenn doch, dann kann man entweder neu ausleihen oder eben dann mal ein Lieblingsbuch oder ein Toni kaufen gehen. Ich finde, das spart nicht nur massenhaft Geld, sondern auch Gerümpel, der sich ja über die Jahre zu Hause ansammelt und dann wieder schwer loszubekommen ist. Davon kann ich gerade ein Lied singen, weil wir bald umziehen. Auswärts zu essen ist ein absoluter Luxus, den wir als eines der ersten Punkte komplett streichen könnten, finde ich. Das wissen wir eigentlich. Trotzdem machen wir es halt gerne, weil wir oft einfach keine Lust auf den täglichen Kopfstress haben, was man heute schon wieder kochen soll. Also meistens muss man ja dann nochmal massenhaft Zutaten einkaufen gehen und steht dann 1 bis 2 Stunden in der Küche, am besten noch mit Kleinkind am Bein, das einen gerade in diesem Moment natürlich für sich braucht. Hi Leute, die Julia hier. Ich wollte euch nur mal kurz sagen, wenn ihr das Video gut findet, gebt gerne einen Daumen nach oben. Dabei kann das Kochen wirklich so einfach und vor allem kostengünstig sein. Also der Wochenplan ist das Stichwort, ist vielen bekannt, aber auch genauso von vielen noch freundlich ignoriert. Ich glaube meistens wegen der eigenen Bequemheit. Aber das ist eine Sache, die wirklich in den Alltag einziehen kann. Das Wochenplan nimmt so viel Stress raus. Also man pinnt einfach Gerichte oder Rezepte an und plant damit im Prinzip die ganze Woche auf einmal. Das Ganze haben wir zum Beispiel jetzt auf einfachste Weise professionalisiert im Shop, weil ich die Idee dahinter einfach genial finde. Wir bringen deshalb schon seit geraumer Zeit jetzt ein Rezeptkartenset im Monat zu einem neuen Thema raus, bei denen der Schwerpunkt halt immer aufs Familienkochen abgestimmt ist. Also der Fokus liegt bei allen Rezepten immer auf der Einfachheit, möglichst wenig Zutaten, eine schnelle Zubereitung und auch aufs kindgerechte Kochen. Also das finde ich auch extrem wichtig, denn wenn wir kochen und die Kinder essen es dann nicht, ist das irgendwann super nervig. Das durfte ich im Laufe meiner Mama-Karriere früher sehr oft feststellen. Also der Vorteil vom allgemeinen Wochenplan jetzt, ganz unabhängig davon, ob mit unseren Rezeptkarten oder mit euren eigenen Rezepten, ist aber eben der, dass man den täglichen Stressgedanken rund ums Kochen aus dem Kopf streichen kann, nur einen einzigen Wocheneinkauf erledigen muss, bei dem es sich dann eben richtig lohnt, sich an Angeboten des eigenen Supermarkts zu orientieren. Dazu zeige ich euch auch gleich 2 schöne App-Varianten, die euch weiteren Alltagsstress ersparen und die ihr hier sehr praktisch im Hinblick aufs Geldsparen mit einbeziehen könnt. Also das Orientieren an den Angeboten allein und die wenigen Zutaten bei einfachen Rezepten, von denen man viele schon zu Hause hat, das sorgt alleine schon dafür, dass wir Geld sparen können. Mittlerweile haben wir jetzt aber auch spezielle Sparrezept-Themen unter unseren Kartensets, die wir jetzt gerade versuchen, auch noch saisonal anzupassen, weil wir mit dem saisonalen Kochen ja auch noch mal was mehr an Geld sparen. Also unser erstes saisonales Sparrezept-Set im Mami-Workshop ist jetzt unser Frühlingsset. Ich erwähne es hier nur kurz, weil es Geld spart und eben für mich viel Mehrwert bietet und ich glaube für viele von euch auch. So, als Hilfe bei der Orientierung an Angeboten sind für mich 2 Arten von Apps jetzt sehr hilfreich, hatte ich gerade schon erwähnt. Und zwar einmal die App des eigenen Lieblingssupermarkts.
Da findet man nämlich immer sehr schön jede Woche die aktuellen Angebote und Rabatte oder Coupons auch, mit denen ihr dann planen könnt oder die ihr auf jeden Fall verwenden könnt. Und dann finde ich eine App wie Kaufda praktisch. Die bündelt praktisch alle Supermarktprospekte und damit auch alle Rabatte und Angebote der Läden, die euch interessieren oder die bei euch in der Nähe sind. Stellt das also übersichtlich dar. Also solche Apps sind kostenlos, man hat nur zu gewinnen, wenn man hier so ein kleines bisschen Zeit für aufbringt. So, und wenn dann im Freizeitumschlag am Ende des Monats noch was drin ist und man sich dann dafür entscheidet, doch nochmal auswärts essen zu gehen, weil das natürlich auch schön ist und Familienzeit bedeutet. Ach, ich nochmal. Falls ihr Mamiblog noch nicht abonniert habt und gerne guckt, macht das mal. Kostet nichts, ihr habt nur Vorteile und ich freue mich riesig über jeden treuen Zuschauer hier. Dann habe ich hier auch noch mal einen kleinen Tipp, den ich persönlich sehr praktisch finde. Habe ich euch auch damals schon mal gesagt. Nehmt euch leere Brotdosen und Trinkflaschen mit, gebt da die nicht aufgegessenen und ausgetrunkenen Getränke eurer Kinder zum Mitnehmen rein. Da bleibt ja oft was übrig und das erspart dem Restaurant die Verpackung und euch den Müll, den ihr habt, wenn ihr euch für die Reste zum Mitnehmen entscheidet. Und mir ist aufgefallen, dass man so viel eher auch so kleinere Restemengen mit nach Hause nimmt, die man vielleicht albern fände, jetzt einpacken zu lassen, die aber für so ein Kleinkind Hunger zu Hause noch mal echt so ein ganzes Gericht ergeben können. So, kommen wir zu Markenartikeln. Das wissen wir jetzt alle, aber vielleicht noch mal zum Verinnerlichen. Eigenmarken sind viel günstiger und tun allermeistens genau das Gleiche. Vor allem, wenn man ja weiß, diese Eigenmarken produzieren meistens in den komplett gleichen Fertigungsproduktionen die Lebensmittel wie die Markenartikel oder auch Kosmetikartikel. Also da will ich jetzt gar nicht auf direkte Produktvergleiche eingehen, das könnt ihr im Internet aber sehr schnell rausfinden. Ich denke, man fährt hier aber am besten, vielleicht den Tipp nochmal gegeben an der Stelle, wenn man statt auf die Marke den Mengenpreis vergleicht, also wenn man auf die Stückzahl, die Liter, den Literpreis oder den Kilopreis achtet. Verpackungspreise sind ja auch nicht immer eindeutig zu vergleichen. Dann sind die Produkte vielleicht gleich teuer, aber das eine hat weniger Inhalt als das andere. Und das Gleiche aus persönlicher Erfahrung gilt für Arzneimittel. Also ich habe früher zum Beispiel Sanostol und solche Sachen in der Apotheke gekauft und mir gar nichts dabei weiter gedacht, bis ich im Drogeriemarkt die gleichen Wirkstoffe oder sogar die exakt gleichen Produkte für ein Drittel weniger gesehen habe. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Nasenspray, Halsschmerztabletten oder andere nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel. Drogeriemarkt oder Internetapotheke sind immer um ein Vielfaches günstiger. Und alle Verbrauchsmaterialien, das kann man hier auch noch mal erwähnen, wie Waschmittel, Klopapier, Kopierpapier, Reinigungsmittel, Kosmetikprodukte und so weiter. Da lohnt es sich wirklich auf Vorrat zu kaufen, wenn die Sachen in Aktion sind. Natürlich meine ich damit nicht hamstern, aber wenn die in der Werbung sind oder in der Aktion, kann man mit Großpackungen oft sehr viel Geld sparen. So, dann komme ich jetzt nochmal zu Spar-Apps und Webseiten, die ich für sinnvoll halte, wenn man im Alltag Geld sparen möchte. Also die Good2Go-App, die habe ich jetzt schon erwähnt, die ist wirklich toll. Also die sollten alle zumindest einmal ausprobiert haben, vor allem alle, die stadtnah wohnen. Da gibt es natürlich die meisten Schnäppchen zu schlagen. So, und dann finde ich aber auch Rabattcodes und Gutscheine sinnvoll, wenn man wirklich gerade was braucht. Also wenn ich zum Beispiel gerade ein Fotobuch gestaltet habe, meinetwegen, oder Kleidung in irgendeinem Warenkorb habe, die ich in jedem Fall brauche, dann schaue ich vor dem Kauf immer erstmal nochmal nach einem Rabattcode. Und hier, finde ich, gibt es total viele Schrottseiten, bei denen sich Gutscheine tümmeln, die nicht funktionieren oder die abgelaufen sind oder die auch zugeschnitten sind, so auf ganz bestimmte Artikel. Oder manchmal führen die einfach auf die Angebotsrubrik einer bestimmten Seite. Finde ich ja auch so, wenn ich in dem Shop einkaufe. Und die Rabattcodes von Influencern, die sind ja auch schön und gut. Aber eigentlich nur für Spontankäufe, weil wenn man dann wirklich was braucht und dann daran denkt, dann sind die nicht mehr auffindbar, weil meinetwegen die Story weg ist. Super viele Codes sind ja aber viel längere Zeit gültig. Und da gibt es zum Beispiel praktische Sammelseiten wie die hier, bei der jetzt alle gültigen Rabattcodes übersichtlich aufgeführt werden. Also ich brauchte jetzt beispielsweise eine neue Leggings. Und diese Bambus-Leggings hier von Lelün heißen die, haben es mir echt angetan. Also es sind meine absoluten Lieblings-Leggings. Super qualitativ und echt bequem, aber schweineteuer. Also eine Leggings für über 80 Euro, da bin ich dann auch raus. Da kann die Quali dann noch so gut sein. Auf der Seite hier aber zum Beispiel habe ich einmal nachgeguckt und okay, guck mal, für 60% weniger mache ich das. Ist immer noch teuer, aber für mich persönlich jetzt ein Preis-Leistungs-Verhältnis, dass ich eingehe. So, und als letztes finde ich clevertanken.de noch eine gute App. Also die zeigt euch einfach so eine aktuelle Übersicht über Tankpreise an allen Tankstellen in eurer Nähe. Und wie man sieht, finde ich, da gibt es deutliche Unterschiede in den Preisen. Also hier lohnt es sich für eine volle Tankfüllung oft dann eventuell so ein paar Kilometer weiterzufahren oder eine Tankstelle auf einer bestimmten Strecke anzufahren, statt die vor der Haustür. Ach doch, und noch eine Sache, wer jetzt nicht täglich irgendwelche Serien suchtet und irgendwie ein teures Abo für einen Streamingdienst braucht, statt Abos für Netflix, Prime, Disney Plus und so weiter, gibt es auch Streamingdienste, die wirklich kostenlose Filme und Serien anbieten. Zwar nicht in dem Umfang natürlich, aber immerhin. Also zu nennen sind hier zum Beispiel die Free-Bereiche von Join, Pluto TV oder Rakuten TV.
So, ihr Lieben, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass wieder was Hilfreiches dabei war für euch und dass ihr mit den Spartipps aus diesem Video vielleicht so ein bisschen mehr Geld beiseite legen könnt als vorher. Ich sage Tschüss und bis bald.